Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Vlog von mir, hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich dachte mir natürlich, ich starte mal wieder irgendwie einen Vlog von mir, also here it is. Es ist Freitag früh am Morgen, also noch kurz vor 9 Uhr. Ich bin gerade dabei, noch meinen Bus zu erwischen. Mal schauen, ob der dann auch pünktlich da ist, denn man weiß ja nie, ne? Deswegen gucke ich hin und wieder mal gerade. Ja, es ist Freitag früh. Ich muss ja gleich bei der Arbeit sein. Ja, und wahrscheinlich wird es ja auch dann ja so sein, dass wir dann auch wieder offen haben, ab nächste Woche sozusagen. Aber mit Terminkauf, das ist halt eigentlich so eine Sache, worauf ich gar keinen Bock habe eigentlich, aber muss leider sein. Mal schauen, wie es dann abläuft, denn darauf habe ich echt gar keinen Bock. Ich habe mich so dran gewöhnt, dann jetzt so zum Teil dann wieder nach Hause zu gehen und sonstiges. Aber was soll's. Heute nehme ich euch dann eben so ein bisschen mit. Heute wird es dann auch wieder ein bisschen produktiver. Ich war auch schon heute Morgen, also jetzt gerade bevor ich ja gerade das Jahr gestartet habe, ein bisschen produktiv. Denn währenddessen ich mich fertig gemacht habe, habe ich sozusagen versucht, ein Reel zu drehen. Das seht ihr dann wahrscheinlich so in den Tagen dann auf meinem Instagram-Channel. Vielleicht blende ich sie auch euch hier auch ein. Mal schauen. Dort könnt ihr auch immer wieder gerne mal vorbeischauen, würde mich sehr freuen. Ja, also mal gucken, ob er wo sie gleich da ist, aber müsste er, denn jetzt gleich um 55 sollte er immer losfahren. Aber ist ja immer so mit den Bussen, die kommen ja nicht immer pünktlich, ne? Aber naja, wie gesagt, heute wird es dann ein bisschen produktiver. Ich zeige euch heute so ein bisschen heute meinen Alltag. Später habe ich dann auch noch wieder Fahrstunde. Und ja, und später erzähle ich euch dann so ein bisschen mehr zu meinem Alltag so, ne? Ja. So, meine Lieben, ich bin ja noch bei der Arbeit. Wir müssen doch noch etwas viel machen, weil Mara ja noch kommt. Aber erst später. Deswegen trinke ich jetzt hier erstmal meinen Kaffee. Und ja, mal sehen dann, wie viel ich von dem schaffe, was ich heute machen will. Und ja, also bin mal gespannt, wie viel kommt. Und ja, es hat sich bestätigt. Nächste Woche machen wir wohl wahrscheinlich dann doch auf. Mal schauen. Da bin ich erstmal gespannt. Ja, ich trinke erstmal den Kaffee und dann ja, warten wir auf die Ware. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down my... Ich bin jetzt zu Hause. Ich war ja nach der Arbeit ja bei der Fahrstunde und dann noch ein bisschen bei Schatzi. Er hat mich ja dann jetzt gerade nach Hause gefahren. Ja, also ich habe mir jetzt was Kleines gerade zum Essen gemacht, währenddessen ja mit Mama und so alles gequatscht. Ja, ich werde jetzt ein bisschen was essen und dann gucke ich, ja, was ich dann noch so machen kann. Genau, also werde ich mir das hier mal schmecken lassen. Also es hat jetzt mal was Kleines. Heute am Abend esse ich dann was Richtiges. Genau. Also hau ich dann jetzt erstmal rein. So, also ich habe jetzt schon sozusagen fertig gegessen. Was ich jetzt machen würde, ist schon mal natürlich etwas lernen für die Theorieprüfung nächste Woche. Also am Montag ist dann wieder soweit. Werde ich jetzt etwas dafür lernen. Also über so ein, zwei Prüfungen jetzt, dann morgen mache ich dann noch viel mehr, vielleicht auch heute noch ein bisschen mehr, so dass ich halt irgendwie die Fragen in meinen Kopf bekomme und auch irgendwie so die Fragen ja auch dann beantworten kann eben, ne? Ja, das werde ich jetzt erstmal so machen, etwas lernen und dann schaue ich, dass ich mal dann den Rest mache, denn ich würde dann das Video vorschneiden, schon für Sonntag oder auch morgen.
mal schauen, denn ich will vielleicht versuchen, auch ein paar Videos jetzt mehr in der Woche zu machen, dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit habe, auch wenn es dann so sein wird, dass, dass wir eventuell dann wieder offen haben und sonstiges, aber was soll's, so ist halt eben. Und ich wollte auch noch kurz erzählen, ich habe ja vorhin, bevor ich ja hochgekommen bin zur Wohnung, habe ich ja noch kurz in im Briefkasten reingeschaut, um zu gucken, ob was von der IHK-Stelle jetzt was gekommen ist, wegen der mündlichen Prüfung, weil sonst war es ja immer etwas früher da und dadurch, durch die Situation jetzt gerade, was in der Welt rumspielt, kommt alles jetzt immer etwas später. Und der Brief kam ja jetzt eben heute an. Und als ich reingeschaut habe, dachte ich mir so, wow, so spät ist mein Termin. So gegen Ende Juli erst habe ich es. Und ich wollte eigentlich viel früher dort weg, aber leider muss ich noch bis Juli durchhalten. Aber naja, so ist es halt eben, da muss ich es halt eben jetzt bis Juli durchhalten. Ja. Aber wie gesagt, also jetzt werde ich nicht mehr so rumtrödeln und ich werde jetzt etwas lernen und danach werde ich dann etwas trainieren. So, meine Lieben, also ich habe schon mal eine Prüfung sozusagen durchgemacht, aber jetzt brauche ich wieder ein bisschen Bewegung, deswegen wird jetzt auch ein bisschen trainiert. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so durchfilmen soll, denn ja, bin mir noch nicht sicher, aber ich denke eher nicht, weil ich brauche immer dann immer den Plan, welcher gleich dann immer kommt von den Workouts her, aber ja. Yep. Also dann lege ich da mal los mit den Workouts. Also so bin ich dann so vor 20 Uhr vielleicht fertig. Mal gucken, aber jetzt geht's los. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Irgendwie ganz gut, denn ja, ich komme ja gerade aus der Küche, so wie ihr es ja auch gerade gesehen habt. Ich habe ja mir mein Essen gemacht. So sieht es hier gerade alles aus. Also ist etwas Tofu, also geräuchertes mit, ich habe es selber noch extra ein bisschen gewürzt gehabt, weil ich habe das Ganze hier auch noch am Vortag auch noch gegessen gehabt. Also ist sehr lecker. Ich habe da jetzt normalen so Langkornreis, diese aus dem Beutel, was man so kochen kann, dann noch mit etwas Thunfisch, gelber Paprika, egal mit welchem Gemüse kann man das ja auch irgendwie ja ganz gut essen, dann noch etwas Spinat für die Greens, so ein bisschen, ne, habe ich da so ein bisschen alles so mit reingemixt, also mir hat es so irgendwie ja geschmeckt gehabt und dann noch Thunfisch mit dazu, werde ich dann jetzt noch auch wieder verdrücken, denn ich habe wie immer nach dem Training immer recht Hunger, also werde ich erstmal essen. So, Delle. Ich habe mich jetzt gerade schon mal abgeschminkt, aber die weitere Routine folgt noch. Das kann ich euch hier dann auch wieder so ein bisschen zeigen. Vielleicht interessiert euch das ja. Ich sollte euch kurz irgendwie hier abstellen, ne? Sodass ihr mich wenigstens ein bisschen sehen könnt. Also ich führe jetzt gerade noch kurz meine restliche Abschminkroutine ab. Warte mal, ich stelle euch einfach mal kurz hin.
Ja, so könnte es ja irgendwie noch gehen, ne? Ja, ich habe mich jetzt sozusagen schon mal abgeschminkt. Mache jetzt gerade noch den Rest, was eventuell noch da sein könnte auf dem Gesicht. Ja, also heute war dann irgendwie ja doch nicht allzu viel. Denn ja, ich dachte, ich könnte irgendwie noch das alles machen, was ich machen wollte. Also eben eventuell vielleicht noch ein paar Videos machen. Also so schon mal vordrehen oder sowas. Und vielleicht auch noch ein paar Inspirationen für Reels oder sowas. Aber naja, ist jetzt zwar nicht so gelaufen heute, aber ist das auch nicht so schlimm. Denn ja, ich habe auch noch die nächste Zeit ja irgendwie ja, etwas Zeit, obwohl es jetzt doch vielleicht eventuell ein bisschen schwieriger wird, da wir eventuell ja doch wieder aufmachen. Aber wie ich ja vorher gesagt habe, nur mit Terminen und eventuell auch nur mit, ja, mit negativen Tests oder auch nur Geimpfte. Also ich bin echt gespannt, wie es noch so laufen wird. Also ja, ist relativ schwierig gerade so das alles hier, aber was soll man machen? Und sieht aus, als wäre ich sowas wie gekippt. Bin ich aber nicht. Das ist gerade noch so ein bisschen, weil ich ja abgeschminkt bin. Und das ein kleines bisschen so weiß, aber ist ja gut. Ich bin ja eigentlich ja gleich fertig. Ja, bin gerade dabei, mich Bett fertig zu machen. Muss auch dann morgen wieder relativ früh raus, um zur Arbeit zu gehen. Und ja, blablabla, immer dies, das, Ananas. Ja, so ist halt eben gerade so in etwa mein Alltag. Also nicht allzu viel Besonderes, aber ab und zu nehme ich mir immer mal vor, ein bisschen halt mehr zu machen. Klar, heute wollte ich es zwar machen, aber ist im Endeffekt doch nicht so gewesen. Ist jetzt auch nicht weiterhin so schlimm, wie gesagt. Ja, also. Und ich wollte euch ja auch nochmal ein Update geben, so ein bisschen zu meinem Leben, so ein bisschen. Im Endeffekt hat sich ja nicht mehr allzu viel passiert, obwohl ich ja irgendwie ja eigentlich mal wieder was machen sollte gegen meinen Vater. Aber jetzt habe ich jetzt wieder so ein bisschen Zeit, da mal wieder nachzuforschen, weil ich hatte jetzt nicht mehr allzu viel Stress für irgendetwas. Also kann ich es jetzt eher machen. Und ich hoffe auch, dass sich da was anbietet, dass die da auch was machen. Denn das, was halt eben ja mir sozusagen zusteht, wurde bis jetzt halt noch nie so wirklich gegeben. Und das wäre halt jetzt für mich und Robin halt eben eine große Hilfe. Also ja, wäre es das, aber ich hoffe, dass er irgendwie noch zu Sinne kommt. Aber na gut. Wenn halt irgendwie doch nichts irgendwie daraus gemacht wird, dann habe ich halt Pech. Aber ich hoffe, es wird. Denn ja, wir sind schon sozusagen immer wieder mal am Gucken. Wegen des Auswanderns nach Madeira. Ja, vielleicht würden wir auch schon so jetzt bald buchen, denn so, dass man schon mal sicher hat, also jetzt halt zum Beispiel schon mal ein Airbnb oder sowas hat, schon mal so ein bisschen Organisatorisches davon machen. Müssen wir halt noch schauen, wie, wann halt. Aber bald wollen wir es auf jeden Fall angehen. Und ja, gerade bin ich auch sozusagen noch wieder auf kleine Jobsuche, so dass ich es dann doch noch so ein bisschen aufsparen kann, bevor man geht. Genau, also jetzt habt ihr hier auch wieder so ein kleines Update, was ihr ja vielleicht so noch so von mir erfahren wollt oder so, oder auch gerade so generell. Ja, und ihr könnt mir auch immer wieder mal Vorschläge machen, was ich für Videos machen könnte, denn
Wie ihr meistens wisst, bin ich ja meistens doch nicht allzu kreativ, was so Videoformate oder sowas angeht. Da mache ich so ein bisschen das nach, was manche ja auch schon vor mir gemacht haben. Aber ist ja auch nicht so schlimm, das haben ja viele ja auch eben ja auch gemacht. Ah ja, so ist halt das Leben. So. Ich bin schon so gut wie bettfertig, also meine Pflege ist so ziemlich recht basic, also da ändert sich meistens nicht viel, da ändere ich meistens, wenn dann nur vielleicht so die Creme oder sonstiges, aber gut, also ist dann doch nicht mehr allzu viel passiert in dem Vlog hier, aber ich hoffe, es hat euch irgendwie trotzdem so ein bisschen gefallen, so ein kleines, ja, wie ein Update-Video, so ein bisschen, was ich doch noch vielleicht gemacht habe, ja. Bin noch am Überlegen, ob ich jetzt noch vielleicht eine Prüfung machen soll zur Theorie. Mal gucken. Aber ja, ich hoffe, dass euch irgendwie ja trotzdem der Vlog hier gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, ich versuche vielleicht mal ein bisschen mehr so von mir so zu zeigen. So im Vlog-Style halt. Und ja, ich hoffe, dass es euch eben gefällt. Also gebt mir gerne einen Daumen nach oben dafür und lasst mir auch gerne ein Abo von euch da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Also klickt gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, die Glocke daneben zu aktivieren. Denn ihr wisst, nur so bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video online stelle. Also macht es sicher, dass ihr es macht. Und ja, auf TikTok, Instagram könnt ihr auch mal hin und wieder gerne folgen. Dort versuche ich auch jetzt hin wieder mal was zu posten, auch auf TikTok. Ja, genau, also, ja. Würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!